Ich habe auch mal beim Cardio machen geweint, Digga. Ich sag dir ehrlich, wenn du anfängst, das zu machen, was du liebst, Digga, was du in der Zukunft für dich siehst, dann fängst du auch an, dich von Menschen zu separieren, Bruder. Was tun gegen Schüchternheit, Bro? Da gebe ich dir einen Tipp, was mein Traum ist. Gib mir die Hotness-Vibes, Alter. Rühl oder Wolf? Rühl. Glaubst du an Gott, Bro? Jeden Tag, wo du dir was vornimmst und es nicht machst, machst du dich selber zum Loser. Come Jaden, man. Ist einfach Eis in Karma Hill. Was ist aber Karma Hill, Bro? Zwei Eis mit Karma Hill. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Und sind viele Deutsche in Tulum unterwegs? Bro, ich zieh die Deutschen auch irgendwie an, Digga. Also jedes Mal, wenn ich rausgehe, jedes Mal, wenn ich irgendwas unternehme oder selbst in Cancun, Bruder, ich gehe in Cancun auf Toilette, Bro. Ich gehe auf Toilette und dann ist da ein Vater mit seiner Tochter und die sind da gerade am Waschbecken, machen sich sauber so. Und der sagt, Ola, ich sag, Ola, lauf weiter. Dann höre ich, wie er mit seiner Tochter redet, Deutsch. Deutsch hidden, man. Einfach Germans, Digga. Ich glaube, ich ziehe die aber auch an. Viele Jungs sind ja auch gekommen, so ein paar, also aus meiner Community habe ich eine Zeit lang auch sehr, sehr viele Leute gesehen, die mich verfolgt haben und gesagt haben, komm, scheiß drauf, Alter, Tulum mit in, man. Auch so scheint es immer beliebter hier zu werden für Deutsche. Ist nice. Nan Z, Bruder, was soll man gegen Einsamkeit machen? Hustlen, Digga. Weiß nicht, Bro. So, wenn du die ganze Zeit zu tun hast, dann so, weiß ich nicht, Bruder. Schwer zu sagen, Digga. Ich war noch nicht oft so richtig einsam. Es gab eine Zeit hier, wo ich mich einsam gefühlt habe, aber es lag an mir, weil ich nichts gemacht habe, Digga. Ich war ein Penner zu der Zeit, mehr oder weniger so. Hab Problems gehabt, Gedanken gehabt, viele Sachen passiert und so. Und dann wollte ich mich ablenken und dann waren nicht genug Menschen da, mit denen ich mich ablenken kann und dann war ich einsam so. Aber wenn ich im Hustle bin, wenn ich trainieren gehe, wenn ich meine Videos mache, wenn ich live streame, wenn ich einfach Gas gebe, versuche irgendwie endlich das zu erreichen, was ich schon immer erreichen will, dann bin ich nicht einsam, Bro. Weißt du, was ich meine, so? So, und ich sag dir ehrlich, wenn du anfängst, alles für dich und alles für deinen Traum und alles für das zu machen, was du liebst, Digga, was du in der Zukunft für dich siehst, dann fängst du auch an, dich von Menschen zu separieren, Bruder. Also die Menschen, die richtig am Hustlen sind für ihren Traum, so, die sind alleine oft, weißt du, wie ich meine, so? Die sind einfach alleine oft, Digga, und ziehen durch, Bro. Und dann kommen irgendwann Menschen in dein Leben, die dich weiterbringen, so. Weißt du, was ich meine, so? Und dann bist du auch nicht mehr einsam, aber konzentrier dich mal auf dich, weißt du, wie ich meine, so? Frag dich mal, warum du überhaupt einsam bist, so. Warum? Bist du überhaupt zufrieden, Digga, so? Machst du gerade, lebst du gerade deinen Traum? Arbeitest du wenigstens an deinem Traum? So. Bro, das Buch Gesetz der Gewinner ist eins der besten Bücher, was ich je gelesen habe. Stimme ich dir zu, Bruder? Ich habe mir heute im Gym, habe ich mir die ganze Zeit Motivationsvideos gegeben, so. Real Talks, überwiegend von Eric Thomas, so. Habe ich mir die ganze Zeit gegeben, Bruder, die ganze Zeit. Bruder, ich war so krass im Fokus und ich war auch am Arsch, so. Ich habe nicht so viel Power gehabt, aber das hat mir so voll die Kraft gegeben. Digga, ich habe sogar, also, Digga, das ist jetzt, für manche Leute hört sich das jetzt behindert an, Digga, aber manchmal so, wenn ich Motivationsvideos höre, Digga, ich habe richtig Tränen in den Augen, Digga, ich bin richtig so to the bottom of my heart, richtig motiviert, so, weißt du, was ich meine, so, ich bin so, ich habe dann Tränen in den Augen, weil ich so krass motiviert bin, Bro, ist krass. Ich habe auch mal beim Cardio machen geweint, Digga. So, ich war so motiviert, ich war so geladen, Digga, und ich habe dann an meinen Traum gedacht und dass ich noch nicht da bin, aber da unbedingt hin will und habe dann einfach angefangen zu weinen beim Cardio machen, auf dem Spinningrad so. Stellt euch das mal vor, wie durch. Aber ist halt so. Kannst du noch ein Video mit dem Mädchen machen von letztens, Tupac-Tattoo? Video it in, man. Wie ist schon wie das Love, Bro? Jetzt fragt der Nan Z, was mein Traum ist. Ich kann dir nur jetzt schon versprechen, wenn ich dir jetzt von meinem Traum erzähle oder von dem, was ich für mich in der Zukunft sehe, was meine Vision ist, das wird dir auch nicht helfen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Denke ich so. Du musst für dich selber wissen, was dein Ziel ist, was dein Traum ist, was deine Bestimmung hier auf der Welt ist, so. Und ich habe mehrere Träume, so. In erster Linie will ich, dass meine Mutter nicht mehr arbeiten gehen muss. Ich muss das hinbekommen. Das ist so mein Drive, das ist meine Motivation. Mein Traum ist es irgendwann,
Ja, mein Traum ist es erstmal, mich selbst zu verwirklichen, dass ich genau das mache, was ich für mich sehe. Aber ich habe auch schon im Hinterkopf, weil mein langfristiges Ziel ist es auf jeden Fall, Menschen dabei zu helfen, ihren Traum zu finden und den zu leben, Bro. Ich weiß auch, dass es auf jeden Fall ein Teil meiner Bestimmung ist. So. Ich habe schon auch Talks hier in Tulum gehabt mit Deutschen, die so ein bisschen lost waren. Und Bruder, ich habe ja auch mal Motivationsvideos gemacht und so. Ich spüre einfach, ich habe das so in mir, anderen was mitzugeben, so. Zu motivieren, einfach am Ball zu bleiben, Drive zu geben. Und ich habe hier Jungs in Tulum einen speziellen Bruder auch gehabt, so, der so ein bisschen all over the place war, der nicht so richtig wusste, was er mit seinem Leben anfängt. Und der war einmal bei mir zu Hause, Bruder. Und dann habe ich dem halt einen Talk verpasst. Und Bro, ich bin da so krass emotional geworden. Und dieser Talk, so, er sagt mir das heute noch, das hat seine Denkweise zum Leben verändert. Das hat ihn krass motiviert, so. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich extrem glücklich macht. Wenn ich es schaffen kann, andere Menschen näher an ihren Traum zu bringen, andere Menschen zu motivieren, andere Menschen irgendwie helfen einfach. Und wenn ich meinen Traum verwirklicht habe, wenn ich für mich das verwirklicht habe, was ich für mich sehe, dann habe ich auch die Möglichkeiten, anderen Leuten noch viel mehr zu bieten, Digga, weißt du? So ein Ding ist es. Gib mir die Hotness-Vibes, Alter. Xavi, Xavi. Fresche Haare, besser als Glatze, Rinman, Grüße aus Düsseldorf. Danke für die 10 Euro, mein Bester. Ich küsse dein Herz, Digga. False of the realness, Bro. I like that very much, man. Korrekt, Digga. Danke für den Support auf jeden Fall, Diggi. Schöne Grüße zurück nach Düsseldorf. Düsseldorf! Rühl oder Wolf? Rühl. Glaubst du an Gott, Bro? Yes, sir. God is the greatest, man. Bin stolz auf dich, Bro. Mach weiter so, bleib so, wie du bist. Ich küsse dein Herz, Bro. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Ja, ich habe zu jedem gesagt, egal was kommt, Fitness bleibt immer Priorität. Ich glaube, ich hatte dann einen Burnout oder eine Depression oder beides. War harter kopfig, wie lustlos man werden kann. Ich schwöre dir, ich küsse dein Herz. Ich kann so, Bruder, ich kann mich da auch teilweise reinversetzen in die Haut. Ich habe auch schon mal so ein bisschen schleifen lassen, aber selbst zu den Zeiten, wo ich schleifen lassen habe, bin ich trotzdem noch dreimal mindestens die Woche ins Gym gegangen. Aber Bro, komm einfach aus dem scheiß Loch wieder raus. Weißt du, was ich meine? So, frag dich einfach, warum du trainieren willst. Frag dich einfach, ob du dein Leben lang einen gesunden und guten Körper haben willst oder nicht. So, weißt du, was ich meine? So. Und wenn ja, dann ist das dein Why, dann ist das dein Warum. Jeden Tag, wo du nicht gehst, Bruder, fixst du dein Leben eigentlich? Weißt du, was ich meine? Das musst du dir vorstellen. Jeden Tag, wo du nicht gehst, jeden Tag, wo du nicht das durchziehst, was du dir vorgenommen hast, machst du dich selber zu einem Loser, Bro. Jeden Tag, wo du dir was vornimmst und es nicht machst, machst du dich selber zum Loser. Dann nimmst du dir nicht vor, weißt du, was ich meine? So? Das darfst du nicht machen. Du darfst dich nicht selber damit ficken, weil so erzieht man sich zum Loser, Bro. So erzieht man sich zum Loser. Wenn du nur einmal dir was vornimmst und es dann nicht machst, bist du schon mehr Loser als vorher, Bro. Weißt du, was ich meine? Und das ist wirklich wahr. Und umso öfter du das machst, irgendwann fühlst du dich nicht mal mehr schlecht, wenn du die Sachen, die du dir vorgenommen hast, nicht durchziehst, sondern es ist für dich so normal. Und dann bist du ein Loser, Digga. Das ist meine Opinion. Das ist meine Meinung. Was tun gegen Schüchternheit, Bro? Bro, da gebe ich dir einen Tipp. Geh einfach raus. Geh einfach raus, Digga. Und spreche einfach Leute an. So, egal ob Frauen oder Männer, geh einfach raus und sprech Menschen an, Bro. Das wird dir am Anfang ein bisschen schwer fallen, aber zieh einfach durch. Fang an mit Leuten, auf jeden Fall, fang an mit Leuten so, wo du denkst, ihr habt einen guten Vibe. Lass einfach Komplimente oder frag einfach irgendwas, dumm. Und dann komm ins Gespräch, so, weißt du? Frag nach irgendwas, Kippe oder irgendwie, keine Ahnung, Feuer oder irgendwas, Bro. Und dann komm ins Gespräch, stell noch eine Frage. Ey, was machst du hier oder was machst du beruflich oder wo kommst du her, Dicker? Was für ein Landsmann bist du? Komm so ins Gespräch. Gewöhn dir an, dass du, wenn du rausgehst, einfach mit jemandem sprichst, so, den du nicht kennst. Und wenn du das machst, dann wird es auf jeden Fall, mit der Zeit weggehen, denke ich. Mach mal Street-Videos in Mexiko, aber lustige Tinder-mäßig, Bruder. Bruder. Haut's. Der Bruder, der schüchtern ist, könnte auch seinen Körper aufbauen. So wird man auch selbstbewusster. Ja, definitiv. Ins Gym gehen allgemein. Sich selber spüren. Sich selber so merken, dass man Fortschritte macht. Hast du recht, Digga. Dara Sontero sagt, bra, wegen dir habe ich schon Flug und eine Wohnung für 2 Monate in Tulum gebucht. Bin bald da. Ich küsse dein Herz, Digga. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit auf jeden Fall. Vielleicht sieht man sich. Wenn du was brauchst, sag auf jeden Fall Bescheid. Schreib mir eine DM.
Ich bin hier. Raik sagt, wie hast du dein Mindset entwickelt? Finde ich echt stark, bist Vorbild. Das meiste von meinem Mindset kommt, glaube ich, aus eigenen Erfahrungen, die ich so mitgemacht habe in meinem Leben, wo ich so einfach lernen musste, so Probleme, Situationen. Ich verfrachte mich halt auch immer in Lebenslagen rein, die relativ difficult sind, in Anführungszeichen. Mir passiert auch viel Scheiße, Digga, und das hat auf jeden Fall mein Mindset entwickelt. Aber auch Leute, gerade am Anfang, zu denen ich auch so ein bisschen aufgeschaut habe, wo ich ein bisschen was von gelernt habe, weißt du? Ja, also auf jeden Fall, ich würde dir empfehlen, also wie gesagt, verfrachte dich in Lebenssituationen, wo du struggles, Bruder, such den Struggle, der Struggle tut dir gut. Jeder Struggle macht dich danach zu einem krasseren Typen mit einem krasseren Mindset, weißt du? Und dann zieh dir auch Leute rein, die dich inspirieren, die dich motivieren. Bei mir waren es gewesen sowas wie E.T. the Hip-Hop Preacher, Eric motherfucking Thomas, ja? Dann Prince EA, Bodo Schäfer auch und dann halt auch Leute damals, so wie Karl S., Micha und Patrick. Das waren die ersten Leute, mit denen ich so im Kontakt war, persönlich auch, wo ich wirklich was draus gelernt habe, so, wo ich deren Mindset auch teilweise übernommen habe. Und dann halt, wie gesagt, Digga, also für mich meine größte Inspiration online ist auf jeden Fall Eric Thomas, Bro. Was hat er geschrieben? Hast du geweint, Digga? Deine Augen sind tot. Bruder, ich bin tot, Digga. Ich bin tot. Ich habe die letzten 3-4 Tage jede Nacht ungefähr so 4-5 Stunden geschlafen. Bruder, wird dir auch jede zweite Sekunde Kokain und Frauen angeboten oder lag es daran, dass wir blond waren? Es lag daran, weil ihr in Playa del Carmen wart auf jeden Fall. Da wird dir das auf jeden Fall öfter angeboten. Viel, viel öfter. Und ja, die Blondie-Vibes spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber klar, wenn du in den Club gehst und so, wird das natürlich angeboten. Aber guter Schlaf ist auch wichtig. Ist auch wichtig, Digga. Aber ja, Schlaf ist nicht alles so. Ich weiß, dass, also ich kann auch mit gar keinem Schlaf trotzdem performen. Und für mich ist Performen wichtiger auf jeden Fall. Ja, so ich habe eine Zeit lang in meinem Leben, habe ich wirklich, oder über 10 Stunden, 10, 11, 12 Stunden geschlafen, Bro. Und das ist auf jeden Fall zu viel, Digga. So, du hast gar nichts mehr vom Tag. Mittlerweile stehe ich um 6, 7 Uhr auf, morgens, mache meine Sportroutine, mache meinen Yoga-Shit, räume die Wohnung ein bisschen auf, weißt du? Setz mich hin, schneid ein Video, pack das raus, geh trainieren. Dann komme ich zurück, mache mir was zu essen. Schmeiß den Stream an, schneid noch ein Video. So. Aber na klar, so, man sollte schon seine, ich sag so, 6 Stunden sollte man schon schlafen auf jeden Fall. Ja, das habe ich aber auch. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich halt auch wie eine Missgeburt pumpen gehe, Digga, ne? So, ich trainiere halt auch wie ein Schwein gerade. Das macht einen natürlich auch noch kaputt. Hast du mal Alternativen zu Weed probiert? Ja, Bro, CBD. Also ich bin auch einer, der das definitiv empfiehlt, auch CBD zu nehmen. In Drop-Form unter die Zunge oder man kann auch vapen. So, CBD ist auf jeden Fall nice. Raik fragt, visualisierst du deine Ziele? Glaubst du an Manifestieren, Bruder? Und aber sowas von, Bro. Aber sowas von. Manifestieren jeden Tag, Bruder. So, ich empfehle euch, setzt euch eine halbe Stunde irgendwo hin, wo kein Mensch ist und wirklich eine halbe Stunde und stellt euch vor, wo ihr in 10 Jahren seid, mit wem ihr da seid, wie viel Geld ihr habt, in welchem Land ihr seid und stellt euch das einfach nur vor, wie ihr dieses Leben lebt, was ihr unbedingt leben wollt. Und ich sage euch, es wird passieren, Dicker. Alles entsteht erst hier. Yani. FT sagt Leon Amja ab jetzt. Amja it in, man. Ist einfach Eis in Karmahel. Was ist aber Karmahel, Bro? Kenn ich nicht den Meme, Digga. Falls dich interessiert, der Meme 2 Eis mit Karmahel. Okay, Digga, Karmahel it in, Alter. Gib mir die Karmaheli-Vibes, Bro. Karmaheli. Okay, der kam schief raus, Digga. Immer wenn ich die Links öffne. Ja, 2 Eis mit. Was? Ey, ich liebe so türkische alte Männer, Bruder. Das kannst du nicht machen, Bruder. Da gehe ich kaputt, Digga. Letztens war auch einer so, da war so ein Meme. So, da hat einer einen türkischen älteren Mann gefragt, was er, also auf Türkisch so, was würdest du machen, wenn der Teufel kommen würde oder so. Er sagt, Amenako, du Bruder. Ich hab mich weggepisst, Bruder.
Ich schwöre, ich liebe türkische alte Männer, Bruder, wenn die reden, ist brutal. So, rein da jetzt. Ja, zwei Eis mit Karamell. Was? Zwei Eis mit Karamell. Karamell? Ah, okay. Karamell, Digga. Bruder. Zwei Eis mit Karamell. Beste, ja? Geil. Okay, crazy, Digga. Bleibst du jetzt hauptsächlich auf YouTube, also mit dem Stream? Ja, ich glaube schon, Bro.